Fabio abwartend vor dem 16er. Rückt jetzt mal raus. Jetzt mal so die erste richtige Ballbesitzphase von Chian, der vorher mit zwei langen Bällen gearbeitet hat. Ja, macht das hier gut. Pausen. Zieht nochmal zurück. Der ist genau im Winkel. Starkes Ding von Chian. 1-0, 31. Ja. Der hat so. Aber echt genau gepasst. Und der Weg zu Keita ist einfach zu. Jetzt ist er mal da. Chian, sehr enger Mann. Jetzt mal mit Seguin in den 16er. Kriegt ihn rein und er ist drin. Ausgleich. Pakawas. So. Richtig schön dran geblieben. Ja, auch wir wieder cool geblieben vor allem. Das ist so ein bisschen der Schlüssel gewesen, die letzten Spiele. Jetzt ist die letzte Aktion. Viel Zeit ist nicht mehr. Rekorder Meierhöfer. Nochmal Einwurf. Muss er nach hinten spielen. Und ab nach vorne. Zahn, Kehr. Kehr hat ihn wieder. Dran. Zahn ist da. Zahn ist da. Latte. Lattenkreuz. Oh. Ne. Ja? Das ist mal ein Schlussakkord. Der klingt hier durchs ganze Stadion. Leute. Was ist. Oh. Der wäre es gewesen. Der wäre es gewesen. Seguin Keita ist da schon auf der Lauer. Aber nochmal mit Sapai. Zusammengespielt. Nielsen ist dabei. Wir sind wieder am 16er. Oh, mit der Hacke Richtung Sapai. Stark zu Keita Ruel. Mach ihn, er macht ihn rein. Die Führung für Chris. Ah, was eine Vorarbeit hier aber auch. Also, boah, richtig, richtig schick. Wieder Beuchert, diese mit einer Faust. Hartmann aus dem Hintergrund. Nkunku, guter Pass. Guter Pass, aber die Jungs haben wieder was dagegen. Schön gelöst. Holgotha, jetzt könnte mal Seguin die Linie lang gehen, aber erstmal geht's übers Zentrum. Schön verlagert jetzt auf Raum. Nielsen stark. Zahn, Nielsen! Nielsen! Oh, hinter Torstange. Oh, richtig gute Chance wieder. Mit dem schwachen Linken. Und Feuer die Feuerwehr. Richtig schick. Sehr gute Aktion. Gut abgestimmt aber auch. Da sieht man das Timing zwischen den beiden. Ja. Stimmt. Darauf jetzt aufbauen. Nielsen, Zahn. Die starker Ball. Holt. Boah, Kehr kommt nicht ran. Weil der Außenverteidiger auf der Höhe ist. Nächste Welle. Wieder Kehr. Foul. Ja, gibt den Freistoß. Gute 20 Meter vom Tor, aber kurz ausgeführt. Kehr will ihn durchstecken auf Zahn. Weiter geht's. Absolute Kleeblatt-Druckphase. Nielsen, Zahn, Nielsen, Zahn. Mach ihn! 8 Minuten noch. Und Zahn hat das Ding. Und jetzt schaut euch mal, wie die hier aufspringen. So, ja, aber da war haben ein bisschen Emotion hinter. Erdrückt. Boah. Verdient man verdient, hört man es hier von unserer Rechten reinrufen. Und das kann ich nur unterschreiben. Ja, also das waren ja eine Angriffswelle nach der nächsten. Die haben gedrückt, gedrückt, gedrückt. Sehr stark. Zahn setzt sich durch. Kehr geht ab. Torwart kommt raus. Ballrolle. Rein damit! 2-0. Und Jungs, reißt also dir die Hütte ab. So, also gut, dass die Mixzone nicht vollgestellt ist mit Gegenständen. Wir rufen schon mal hier den Bauarbeitertrupp an, weil hier muss nachher nochmal irgendwie eine neue Wand eingezogen werden. Das ist die Punkteteilung, das ist das 4-4. Richtig starke Reaktion im Doppel. Das sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Richtig schöner. Verdiente 4 Punkte gegen Leipzig. Ja. Clara. Rüber auf Seguin, Keita. Schön gemacht. Und da ist das 1-0. Schön gespielt von Fabio. Kombiniert. Sehr schön. Da hat er gewartet mit Sapai. Mit dem zieht er nicht ab. Da ist der Abschluss zu schwach. Kombiniert sich da über Seguin, Hygota zu Keita. Richtig schön. Geht da 1-0 in Führung. Ja, mit ein paar Körperfinden hat sich der Fabio jetzt hier den Weg nach vorne über die Seiten freigemacht.
So. Keita hier auf Sapai, Sapai direkt. Mit der Hacke schon mit und dann Keita macht das 2:0. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr schön gespielt von eiskalt. Fabio. Dann wird er wieder auf Parker. Abwarten. Keita jetzt und dann nochmal reinpassen. Das findet Stefaniak. Stefaniak zieht ja, ab. Ja, 3:0. 3:0. Stark. Boah, das ist jetzt wirklich eiskalt, was der hier zeigt. Auch hinten sicher die so Null. So schöner langer Pass steht auf Legota. Jetzt ist viel Wiese. Im Zentrum hat er zwei, die er anspielen könnte. Da stoppt ihn mal kurz ab. Jamie. Leveling mit rechts. Na, was für ein Treffer. Unterkante Latte. 4:0. Überragend. 4:0. Krass. Jamie mit seinem bulligen Körper und seinem Antritt. Aber schöner Pass auf Zahn. Zahn allein vom Keeper zieht ab. Da mit der Ballrolle hat er den Gegner zur, ja, zum falschen Stellungsspiel des Torhüters gebracht und einfach nur noch ins kurze Eck einschieben können. Jetzt also hier, Schritt nach rechts und tiefenentspannt der Junge hier auch. Ihr seht es oben. Fabio bringt den Ball ins Spiel nochmal vorne rein. Kehr kann nochmal abziehen. Und kurz Kehr zieht ab und rein. Und er macht das halbe Dutzend voll. 6:0 mit der allerletzten Aktion in diesem Spiel. Was ist in da der los? Nachspielzeit der Nachspielzeit. 6:0. So, Seguin auf Keita Ruel. Keita Ruel mit dem Heel-to-Heel, mit der Drehung. Und er machte das 1:0. Boah, was hat er bitte gerade mit ihm jetzt gemacht? Puh, was? Das ist frech. Boah. Das habe ich letzte Woche schon angesprochen. Manchmal sind die Jungs einfach ein bisschen frech und das war saufrech. 1:0. 1:0 ja. Für Chris. Geil. Der knüpft, der macht da weiter, wo Fabio hier eben aufgehört hat. So, Keita hier auf Rigota. Rigota hat kommt noch mal den Ball rein. Und da kommt das 2:0. Da dachte ich, dass Keita den Ball nehmen muss, aber Basta jetzt am Ende Rigota mit dem 2:0. Da bleibt eigentlich nur fast das nur übrig, denn es waren schon, der Gegner war schon auf alles vorbereitet. So, aber da wieder schnell wieder abgefangen. Wahnsinn. Parker auf Keita. Keita hat Platz. Keita legt ihn nochmal auf Parker. Sehr schön. Boah, hat der da stark gespielt. Und dieses 3:0 ist sehr, sehr wichtig für den Kopf. Eigentlich sehr, sehr wichtig. Darmstadt da ja, die haben keinen Druck. Die können ihr Aufbauspiel machen und wieder landet der Ball. Mehr oder weniger direkt bei Chris. Der steht unheimlich gut. Der macht hier einen Druck. So, sehr schön auf Rigota. Nochmal Dragback auf Raum. Schöner langer Ball auf Rigota. Der zieht direkt in den Strafraum. Findet dann Nielsen. Nielsen kann abziehen. Zieht ab. Ah, und dann schönes Tor. Aber gut, mit einem 4-2 kann man auch leben, wie gesagt. Ich habe auch gesagt, von auch in 3-2 kann ich leben. Oder wir. Weil drei Punkte sind drei Punkte und darum geht's. Und wir sehen es 2 Minuten angezeigt. Genau. Also die letzte Aktion des Spiels jetzt vielleicht noch gehört. Jetzt hier vielleicht nochmal Chris mit dem langen Ball. Da wird Zahn aufgehalten, aber Zahn ist schneller. Zahn ist schneller. Er ist frisch. Ah, die Annahme war nicht gut. So, aber jetzt ist aus. Ah. Ganz stark, aber da ist der Spieltagssieg sicher. Ja. Gegen Darmstadt, es steht in der Spieltagswertung 6:0.